war einmal ein alter, reicher Gutsherr, der besaß einen prächtigen Hof, hatte in der großen Truhe Silber genug, Vieh auf der Weide, Diener im Haus und volle Fässer. Doch eines fehlte ihm, eine junge Frau, denn er war Witwer. Eines Tages nun war die Tochter seines Nachbarn da, um bei der Heuernte mitzuhelfen. Diese gefiel dem Gutsherrn gar wohl, denn sie war rotbäckig, hübsch und frohen Herzens. Und da sie armer Leute Kind war, dachte er, mit ihr leichtes Spiel zu haben. Sobald er ein Wörtchen von ihr fallen lasse, würde sie flugs einwilligen, meinte er. In dieser Absicht sprach er sie an, ja, der Gedanke sei ihm gekommen, schmunzelte er, dass er wieder heiraten sollte. Nun ja, sagte sie, es tauchen einem zuweilen so mancherlei sonderbare Gedanken auf. Sie stand da mit dem Rechen in der Hand, lächelte verstohlen und dachte bei sich, dass so einem alten Kater wohl etwas Besseres einfallen könnte. Sich aber nicht in Verlegenheit bringen. Ja, seine Hoffnung sei, fuhr er fort, dass eben sie und keine andere seine Braut würde. Beste dann, aber eine so große Ehre zieme ihr nicht, antwortete sie. Und von dieser Ansicht wollte sie sich durch keinerlei Vorschläge abbringen lassen. Der Gutsherr war nicht gewohnt, ein Nein zu hören. Und je mehr sich das Mädchen weigerte, desto eifriger wurde er. Als sie nun so gar nicht mit sich reden ließ, schickte er nach ihrer Mutter. Diese ließ er wissen. Wenn sie in der angehenden Sache irgendetwas für ihn zustande brächte, so soll es ihr gut bezahlt werden. Ihre Schulden wolle er streichen und ein schönes Stück Land solle sie ihr eigen nennen. Die Mutter versicherte, ich werd doch wohl mein Doktor zur Vernunft kriegen. Das Kind verstünd ja gar nicht, was sein eigenes Wohl und Glück wär. Thank you.
auch mit ihrem Kind redete und was sie auch bat, flehte, drohte, nichts half. Das Mädchen mochte nicht die Braut des Gutsherrn werden, und wenn er auch bis an den Hals im Golde säße. Der Gutsherr wartete Tag für Tag. Allmählich verlor er die Geduld und sagte zu der Mutter des Mädchens, dass doch bald etwas geschehen müsse. Die betrennte Frau wusste keinen besseren Rat zu geben, als solle man einfach die Hochzeit vorbereiten. Gäste in London und alle tun, was sonst wohl alles zu tun ist. Und wenn das denn alles fertig wäre, solle er man fix nach der Tochter hinschicken, als müsse sie beim Festmahl mithelfen. Und dann soll er sie mit dem Pfarrer und dem Küster und mit dem Brautzeug vollends überraschen. Ganz bestimmt wird sie dabei ihren Kopf verlieren. Ja, und dann wäre die Trauung schnell getan. Dem Gutsherr gefiel der Vorschlag sehr gut. Sehr gut. Er ließ backen und braten und schoben und schmücken und alles für eine große Hochzeit vorbereiten. Die Gäste fanden sich ein, die Gläser klirrten und bald herrschte eine fröhliche Stimmung. Inzwischen schickte der Gutsherr seine Laufburschen zum Nachbarn hinüber, um das zu holen, was ihm versprochen sei. Aber geschwind, rief er und drohte ihm mit der Faust nach. Mehr konnte er nicht sagen, denn der Bursche lief, als habe er Feuer in seinen Hosen. Was ihm versprochen sei, rief er durch die Türe. Jo, Manto, lauf nur runter auf die Wiese und holse, sagte die Frau. Der Bursche rannte davon. Auf der Wiese ging die Tochter mit dem Rechen in der Hand. Ich soll holen, was deine Mutter meinem Herrn versprochen hat, rief der Junge. In diese Schlinge stecke ich meinen Kopf nicht, dachte sie, sprach aber laut:
Ach so. Ja, das wird wohl unsere kleine falbe Stute sein. Dort weidet sie hinter dem Zaun. Kaum war der Bursche bei der Stute angelangt, und heimwärts ging es im Galopp. Steht unten vor der Tür, sagte der Bursche. Führe sie die Treppe hinauf in die Brautkammer. Aber wie krieg ich das fertig? Tue du, was ich dir sage. Brauchst du Hilfe, so kannst du Leute herbeirufen. Verstanden? Wenigstens verstand der Junge, dass hier kein Widerspruch geduldet wurde. Und während der Gutsherr sich zu seinen Gästen gesellte, holte der Bursche viele Dienstleute zu Hilfe. Einige schoben und stießen die Stute von hinten. Andere zogen und zerrten von vorne. Ganz lautlos ging die Sache freilich nicht, aber bei ihrer gehobenen Stimmung merkten die Gäste nichts. Der Bursche lief schnell hinunter. Sie ist oben. Mit Mühe und Not ging's. Gut, mein Junge, das sollst du nicht umsonst getan haben. Schick nun die Mägde hinauf, sie zu schmücken. Ja, aber kein Wort mehr, sag den Mägden Bescheid. Der Bursche lief in die Küche und rief: Hinauf, Mägde, in die Brautkammer und die Stute des Nachbarn als Braut geschmückt. Unser Herr will seinen Gästen einen großen Spaß machen. Die Mägde liefen hinauf. Kopf und vergaßen auch nicht den Brautkranz. Danach sauste der Bursche zum Gutsherrn. Sie ist geschmückt bis auf den Hochzeitsstrauß. Gut, dann lass sie kommen, sagt der Gutsherr. Ich werde sie selber an der Tür im Empfang nehmen. Nun kam die Braut die Treppe herab. Man hätte glauben können,
ein Donnerwetter sei unterwegs. Denn sie kam nicht in seinen Schuhen heran, diese Braut. Doch als sie durch die geöffnete Tür in den Saal geleitet wurde, da wollte auch die Fröhlichkeit der Gäste zu einem Donnerwetter werden. Und wie man sich erzählte, war der Gutsherr so herzlich zufrieden mit seiner Braut, dass es ihm nie mehr in den Sinn kam, junge Mädchen zu freien. Thank you.